Frag mich nur nicht, wie ich das in Ruination gemacht habe. Ich hatte anscheinend mal eine Zeit von 48 Sekunden. What the fuck? Ich frag mich sowieso, wie man über diese bewegenden Plattformen, wie man da drüber kommt. Wo ist denn die Zeit? Da. Kommt man denn hier raus? Ah, mit X. Okay, machen wir nochmal neu. Nochmal neu. 1,22. Vielen Dank. Okay, ich lasse einen Meter Abstand zu dir. Oh, die scheiß Bienen. Ich hasse sie. Ah, siehst du mal, ich muss noch Honig aufschreiben auf meinen Einkaufszettel. Ist mir gerade mal so eingefallen. Na, verzichte ich drauf. Lass mich in Ruhe! Das mit Brosnan kann ich nachvollziehen, der war damals der Bond meiner Kindheit. Ich habe das Spiel parallel auch offen, daher kann ich einfach durchgehen. Ah, schön. Ah, ich bin so dumm. Raus da. Ich darf mich nicht drehen. Ich muss so rutschen. Geht die eigentlich mit kaputt, wenn wir... Nein! Oh, der ist aber fix unterwegs, so. Ach, come on. Ich hoffe mal, dass das hier jetzt nicht so lange dauert, aber ich glaube schon. Ich hoffe mal jetzt, dass das hier nicht so lange dauert. Ich würde gerne noch was... mir zu trinken holen. Ich bin gerade überlegen, was ich dann noch liegen habe an Filmen. Jetzt auch mal parallel die PlayStation angemacht. Jetzt ist das zweite Mal, dass ich die Trilogie auf der PlayStation 4 durchspiele. Ich bin noch nicht so 100% mit der Steuerung warm geworden. Mag die im Original lieber. Ich bin die auch einfach gewohnt. Ja, ich habe die Originalteile jetzt schon auch sehr lange nicht mehr gespielt. Von daher wäre das wahrscheinlich jetzt umgedreht erstmal für mich ungewohnt. Aber ich fand auch, dass die im Original präziser waren. Spielst du denn auch mit Steuerkreuz oder mit dem Analogstick? Weil mit Analogstick kriege ich hier überhaupt nichts geschissen. Alle nach links an bisher, das ist gut zu wissen.
1,22 hattest du gesagt? War das 1,22, was du gesagt hast? Okay, gehen auch. Ja gut, dann hätte ich es geschafft. Ich meine, du hättest 1,22. Na gut, machen wir halt nochmal. Das ist gut. Steuerkreuz. Okay, dann again. Ja, ist gut. Zur Belohnung hole ich mir dann was zu trinken. Weil dann muss ich das Risiko nicht eingehen, da mein Leben zu riskieren. Ja, die anderen da sind ja auch anderen die hier. Ja. Aus. Dankeschön. Der Teil ist eigentlich easy. Locker lässig. Ah, okay. Dann werde ich mir jetzt schnell was zu futtern holen. Zu futtern, zu trinken natürlich. Ja, bis gleich. Habe mir direkt zwei mitgebracht. Einmal das Porter, von dem ich erzählt habe, aber Kirschvariante. Und ein Bitburger Radler. Naturtrüb. Das ist auch sehr lecker. Ich hab gerade gedacht, ich hätte beide aufgemacht. Das wäre blöd gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie hatte ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welchen ich auf hatte. Ich glaube andersrum. Ja, so. Prost. Ja, genau. Prösterchen. Dann, ach Gott, wir haben den. Haben wir den Warpoom fertig? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann. Nach oben. Jetzt kommt zur Hölle. Aus beiden Flaschen. Nee, das schmeckt glaube ich nicht. Das ist ja beides schon ziemlich süß. Nee. Okay. Ich würde ganz gerne die beiden schlimmsten als erstes machen. Normalerweise gehe ich ja der Reihenfolge nach.
Aber ich würde gerne zuerst Pissnet Way machen. Und dann Spaced Out ist das, glaube ich. Das sind beides die ähnlichen, also das ähnliche Genre von Level, nenne ich es mal. War das Spaced Out? Night Flight? Rocket? Ja, müsste eigentlich Pissnet Way und Spaced Out sein. Das sind beides Dreckslevel. Richtige Hurensöhne. 1,57. Siehst du, jetzt habe ich selber nachgeguckt, aber das ist ja Dings. Saphir und nicht Gold. Aber dann weiß man schon mal ungefähr, wie lange man da brauchen darf. Also wie lang das Level ist. Zukunft mit Kolben und so. Also ich weiß, für eins von beiden habe ich sehr, sehr lange gebraucht.